In diesem Video geht es um die zweite Anwendung von Polynomen über endlichen Körpern, die ich versprochen habe, und zwar um die sogenannten Reed-Solomon-Codes. Die sind benannt nach den beiden Amerikanern, die sich das ursprünglich ausgedacht haben, 1960. Die Methoden, die heutzutage eingesetzt werden, wenden noch diverse Techniken an, die von anderen Mathematikern stammen. Das will ich aber jetzt nicht alles im Detail aufdröseln. Reed-Solomon-Codes sind Fehlerkorrekturverfahren, während wir uns im letzten Video über zyklische Redundanzprüfung Fehlererkennungsverfahren angeschaut haben, geht es hier darum, dass die Fehler auch gleich automatisch korrigiert werden. Und zum ersten Mal eingesetzt wurden solche Codes bei der Voyager-Mission in den 70er Jahren. Dabei wurden diese Codes eingesetzt, um den Funkverkehr zwischen den Sonden und der Raumstation abzusichern gegen Fehler. Der erste industrieller Einsatz im größeren Maßstab war dann der bei CDs in den 80er Jahren und inzwischen sind diese Codes quasi allgegenwärtig. Sie werden eingesetzt auch bei anderen Medien wie DVD und Blu-ray. Sie werden eingesetzt für Datenübertragung wie DSL, für Broadcast wie DVB, bei Festplatten, RAID Arrays und zum Beispiel auch bei QR-Codes, wie rechts einer abgebildet ist. Und das Schöne aus Sicht des Mathematikers, der sowas vorführt in seinen Vorlesungen, ist, dass bei diesen Reed-Solomon-Codes so ziemlich alles vorkommt, was wir in den letzten Semestern gemacht haben. Man wird modulare Arithmetik brauchen, endliche Körper, der euklidische Algorithmus kommt vor, der kleine Satz von Fermat kommt vor, es geht um Polynominterpolation, lineare Gleichungssysteme und die diskrete Fourier-Transformation. Wunderbar. Und wie so häufig muss ich eine Warnung vorwegschicken. Es werden diverse Details weggelassen werden und die Reed-Solomon-Codes, die tatsächlich bei irgendwelchen technischen Medien eingesetzt werden, sind noch ein bisschen komplizierter, um sie effizienter zu machen. Ich denke aber, dass dieses Video die Grundidee vermitteln wird, dann hat man eine Vorstellung davon, was da passiert. Zunächst mal eine ganz billige Idee, wie könnte man ein Fehlerkorrekturverfahren bauen? Ich habe das mal doppelt hält besser überschrieben. Also die Idee ist ganz simpel, ich möchte die drei Zahlen 2, 1 und 7 übertragen und übertrage sie einfach doppelt, also 2, 2, 1, 1, 7, 7. Was passiert jetzt, wenn es einen Fehler gibt? Wenn also zum Beispiel statt der zweiten 2 eine 5 übertragen wird? Wir sehen jetzt schon, dass wir den Fehler zwar erkennen können, wir sehen, dass vorne etwas nicht stimmt, wir können den Fehler aber nicht korrigieren, weil wir nicht wissen, ob 2 oder 5 die richtige Zahl war. Darum ist doppelt hält besser sicherlich nicht der Weg, den man gehen sollte. Jetzt könnte man sich überlegen, ob dreifach hält besser geht und das geht natürlich, wenn man jetzt sich anschaut, was hier vorliegt und hat diesen einen Fehler, dann kann man immer noch erkennen, dass es ja mehr Zweien als Fünfen gibt, also wird die 2 richtig sein, wenn man davon ausgeht, dass es höchstens einen Fehler gegeben hat. In dem Moment, wo man aber 2 Fehler hat, hat man wieder ein Problem, weil, wenn man Pech hat, beide Fehler im linken Block auftauchen. Jetzt kann man nicht mehr erkennen, ob es eine 2 war oder eine 5 oder eine 3. Und noch schlimmer, es könnte ja sogar passieren wie hier, dass die beiden Fehler identisch sind. Das heißt, hier würde man sogar davon ausgehen müssen, dass eine 5 gesendet wurde statt einer 2, was natürlich völlig falsch ist. Das heißt, wenn man jede Zahl dreifach sendet, kann man sich nur gegen einen einzigen Fehler absichern, wenn man den auch korrigieren können möchte. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Um 3 Zahlen gegen einen einzigen Fehler abzusichern, müsste ich 9 Zahlen verschicken, also 6 redundante Zahlen, was natürlich ziemlich schlecht klingt. Und nochmal nebenbei, das würde sich auch nicht ändern, wenn man sogar das Vierfache der Datenmenge verschicken würde, denn wie Sie hier sehen, selbst bei 4 Zahlen könnte man, wenn man 2 Fehler hat, immer noch nicht erkennen, ob denn jetzt eine 2 oder eine 5 geschickt werden sollte, im schlechtestmöglichen Fall. Also diese Idee, einfach die Zahlen mehrfach zu verschicken, ist auf jeden Fall nicht sehr effizient, das würde man nicht machen. Es geht allerdings viel besser, darum geht es ja bei diesen Reed-Solomon-Codes und ich werde jetzt erstmal die Grundidee erklären. Die Grundidee ist, dass diese Zahlen, die man verschicken will, 2, 1, 7 in unserem Fall, als Koeffizienten eines Polynoms kodiert werden. Also aus 2, 1, 7 wird 2 mal x² plus 1 mal x plus 7. Das ergibt ein Polynom px. Und in dieses Polynom setzt man nun eine Reihe von Werten ein, und zwar 7 Stück. Natürlich weiß der Empfänger, welche Werte ich eingesetzt habe. Also ich rechne aus, was kommt raus, wenn ich in P1 einsetze, was kommt raus, wenn ich 2 einsetze und so weiter. Das sind diese 7 Zahlen hier, und diese 7 Zahlen würde ich an den Empfänger schicken.
Grafisch kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Das Polynom P ist die blaue Linie hier und der Empfänger bekommt die 7 orangen Punkte. Und sein Job ist es, aus den 7 Punkten das Polynom wieder zu rekonstruieren. Das ist prinzipiell, wenn es keine Fehler gegeben hat, ganz einfach. Der Empfänger weiß, dass es ein Polynom zweiten Grades ist und wir wissen, dass man mit Polynominterpolation nur 3 Punkte braucht und damit das Polynom zweiten Grades wieder rekonstruieren kann. Also wenn es keine Fehler gegeben hat, muss man sich von diesen 7 Punkten einfach 3 auswählen und hat das Polynom wieder gewonnen. Und dann weiß man auch die Koeffizienten, also man weiß, welche Nachricht verschickt wurde. Jetzt wollen wir uns überlegen, was passiert, wenn es einen Fehler gegeben hat. Konkret, wenn es 2 Fehler gegeben hat, wenn 2 von den Punkten, die beiden rot eingezeichneten, falsch liegen. Es könnte passieren, dass diese beiden Punkte zusammen mit anderen Punkten, mit richtigen Punkten, ein sozusagen Konkurrenzpolynom bilden, wie ich das hier mal eingezeichnet habe. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich habe hier 2 falsche Punkte, die beiden roten, und 2 richtige Punkte, die beiden orangen, die gemeinsam ein anderes Polynom zweiten Grades bilden. Mehr als 2 orange Punkte können auf diesem Konkurrenzpolynom nicht liegen, weil ja durch 3 Punkte ein Polynom zweiten Grades schon eindeutig bestimmt ist. Das heißt, wenn auf dieser gestrichelten Kurve 3 orange Punkte liegen würden, dann wäre die gestrichelte Kurve schon die blaue Kurve. Also wir wissen, im schlimmsten Fall liegen auf der falschen Kurve 4 Punkte, wie hier in dem Bild, aber auf der richtigen Kurve, wie Sie sehen können, liegen immer noch 5 Punkte. Das heißt, wir reden jetzt nicht darüber, wie man das macht, aber wir können einfach anhand der Anzahl der Punkte entscheiden, das richtige Polynom ist das, auf dem die meisten Punkte liegen, unter der Voraussetzung, dass es maximal 2 Fehler gibt. Das heißt, wir können festhalten, wenn wir 3 Zahlen gegen 2 Fehler absichern wollen, sodass wir die Fehler automatisch korrigieren können, dann reicht es, 7 Zahlen zu versenden. Sie entsinnen sich, dass auf der Folie vorher wir 9 Zahlen versenden mussten, um diese 3 Zahlen gegen einen Fehler abzusichern. Man sieht also, dass dieses Verfahren deutlich überlegen ist. Man hat wesentlich weniger Redundanz. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Also wir haben eine Nutzlast von 3 Zahlen. Das sind die, die wir eigentlich übertragen wollen. Wir wollen uns absichern gegen bis zu 2 Fehler. Darum versenden wir 7 Funktionswerte eines Polynoms vom Grad 2. Und jetzt können Sie vielleicht mal selbst überlegen, wie das wäre, wenn man eine Nutzlast von 4 hätte. Man möchte 4 Daten versenden und die gegen 2 Fehler absichern. Die Antwort ist, in diesem Fall müsste man ja ein Polynom vom Grade 3 verschicken, weil man 4 Zahlen als Nutzlast hat. Und ein Polynom vom Grad 3 ist durch 4 Punkte eindeutig bestimmt. Das heißt, wenn es 2 Fehler gegeben hat, können maximal noch 3 andere Punkte mit auf dem Konkurrenzpolynom liegen. Das ergibt insgesamt 5. Und damit das richtige Polynom immer noch gewinnt, müssen dann auf dem richtigen Polynom immer noch 6 Punkte liegen. Also 8 minus die 2, die falsch liegen. Dann sehen Sie, dass Sie insgesamt 8 Werte des Polynoms brauchen. Jetzt können Sie vielleicht auch nochmal selbst überlegen, wenn man die gleiche Nutzlast wie am Anfang hätte, 3 Zahlen, wollte sich aber gegen 3 Fehler absichern, wie müsste das dann aussehen? Vielleicht an der Stelle mal kurz das Video anhalten. Auch hier brauchen wir wieder ein Polynom vom Grad 2 und in diesem Fall würden wir 9 Werte nehmen. Wenn wir nämlich 3 Fehler haben, dann könnten wir wieder 2 von den richtigen Werten noch mit dazu nehmen, um im schlimmsten Fall ein Konkurrenzpolynom zu bilden. Da würden dann 5 Punkte drauf liegen. Wenn wir aber von unseren 9 Werten 3 Fehler abziehen, liegen auf dem richtigen Polynom immer noch 6 Werte und 6 ist mehr als 5. Also das würde auch funktionieren. Ganz allgemein kann man sich leicht überlegen, wenn ich eine Nutzlast von k Zahlen habe und ich möchte mich gegen t Fehler absichern, dann muss ich versenden ein Polynom vom Grad k minus 1 und ich muss nehmen als Anzahl der Werte, die ich einsetze, ins Polynom k plus 2 mal t, also die Anzahl der Fehler, gegen die ich mich absichern will, mal 2. Nebenbei, das ist jetzt für die Fehlerkorrektur nicht so wichtig, man kann sich aber überlegen, dass diese Form des Codes auch als Fehlererkennungsverfahren eingesetzt werden kann, dann würden jeweils tatsächlich 2 T-Fehler erkannt werden. Nehmen wir mal das erste Beispiel mit der Nutzlast von 3 und 7 Werten. 2 T-Fehler würde bedeuten, 4 Werte sind falsch. Dann hätten wir also diese 4 Werte, die falsch sind, durch die könnte eventuell ein Polynom gehen, zusammen mit 2 anderen Werten, wie immer die gleiche Überlegung. Das heißt, wir hätten 6 Punkte, die auf einem falschen Polynom liegen.
Aber wir hätten, weil insgesamt 7 Werte verschickt wurden, mindestens einen Wert noch übrig, der nicht auf diesem falschen Polynom liegt. Das heißt, wir könnten erkennen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wir könnten zwar nicht mehr die richtigen Werte rekonstruieren, aber wir könnten den Fehler erkennen. Also in der Tabelle können wir sagen, wir können die Zahlen, die in der mittleren Spalte stehen, mal 2 nehmen. Dann hätten wir statt 223 hier 446 stehen. Das ist die Anzahl der Fehler, die immerhin noch erkannt, aber nicht mehr korrigiert werden kann. Jetzt habe ich hier eine Folie Fragen und Probleme genannt. Wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken und sich jetzt überlegen, Sie wollten das auf dem Computer implementieren, dieses Verfahren, dann können Sie ja mal kurz vielleicht selbst überlegen, was da eventuell an Problemen auftreten kann. Ich habe hier mal 3 wesentliche aufgeführt. Die eine ist, wie machen wir technisch aus diesen Punkten wieder ein Polynom? Ich habe jetzt ja immer darüber gesprochen, dass wir das mit Polynominterpolationen machen, aber wie würde Ihr Algorithmus dafür aussehen? Die zweite Frage ist, wenn ich viele Punkte habe und große Polynome, kann es dann beim Rechnen nicht zu Rundungsfehlern kommen? Und die dritte Frage ist, wie findet man denn die Stellen, wo etwas Falsches passiert ist. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, es gibt so mehrere Möglichkeiten, Konkurrenzpolynom, richtiges Polynom und so weiter. Aber wie erkenne ich denn tatsächlich technisch in der Umsetzung, welches mein richtiges Polynom ist? Die Frage, wie man aus den Punkten wieder ein Polynom macht, kann man zum Beispiel mit einem linearen Gleichungssystem lösen, so wie wir das gemacht haben, als wir über Polynominterpolation gesprochen haben. Das wird natürlich gegebenenfalls aufwendig, wenn wir viele Punkte haben. Das heißt, in der Praxis wird man das anders machen. Die Rundungsfehler, das ist der entscheidende Punkt, die behebt man ganz schlicht und einfach dadurch, dass man nicht mit rationalen Zahlen arbeitet, sondern in endlichen Körpern, was wir jetzt gleich in unseren Beispielen machen werden und was auch in der Praxis passiert. Das hat nebenbei noch einen weiteren ganz wesentlichen Vorteil. Wir wissen für diese Zahlen, die ich da übertragen habe, jeweils, wie viel Bit pro Zahl wir brauchen. Wenn wir zum Beispiel in Z2 arbeiten würden, was wir nicht machen werden, dann wüssten wir, dass wir pro Zahl einfach nur immer ein Bit bräuchten. Und die Frage, wie man denn jetzt die Stellen findet, wo es zu Fehlern gekommen ist, ist eigentlich die interessanteste. Und wir werden jetzt gleich die meiste Zeit des kommenden Beispiels damit verbringen, diese Fehlerstellen zu finden. Ich will nur mal sagen, was nicht funktioniert, was sozusagen die naive Idee wäre, wenn wir zu unseren 7 Punkten zurückkehren. Man könnte natürlich sich einfach immer ein paar Punkte rausgreifen, zum Beispiel 3, und gucken, ob die anderen 4 Punkte auch auf dem Polynom liegen. Aber das würde ziemlich wildes Rumprobieren werden. Und je mehr Punkte Sie haben, desto mehr Möglichkeiten müssen Sie durchprobieren, bis Sie sich sicher sind, dass Sie die richtigen Punkte gefunden haben. Das würde zu einer klassischen kombinatorischen Explosion führen und sowas wollen Sie natürlich nicht haben, weil es einfach zu lange dauert. So, um zu erklären, wie man das wirklich macht, schauen wir uns jetzt mal ein komplettes Beispiel an mit konkreten Werten. Daran wird dann hoffentlich deutlich werden, was man tatsächlich tut. In unserem Beispiel rechnen wir in Z13, das ist ja ein endlicher Körper, 13 ist eine Primzahl, die wir in diesem Fall Q nennen werden. Und als erstes bemerken wir, dass wir Z13 bis auf das Element 0 darstellen können als 6 hoch 0, 6 hoch 1, 6 Quadrat, 6 hoch 3 und so weiter bis 6 hoch 11. Ich habe darunter mal eine Zeile Python hingeschrieben, mit der Sie das selbst ausprobieren können, dass tatsächlich alle Werte bis auf die 0 von Z13 rauskommen, wenn man so rechnet, in Z13 natürlich. Diese Zahl 6 nennt man, weil sie diese nette Eigenschaft hat, eine primitive Einheitswurzel von Z13. Die werden wir im Folgenden Alpha nennen. Und man kann beweisen, was ich jetzt hier nicht machen will, dass wir in endlichen Körpern immer solche primitiven Einheitswurzeln finden werden. Die sucht man sich am Anfang einmal raus für das jeweilige Verfahren und dann hat man sie. Ein Nachrichtenblock, den wir jetzt verschicken wollen, besteht in unserem Fall aus Q-1, das werden wir N nennen, also aus 12 Zahlen. Wir haben insgesamt 13 Zahlen und wir sind nur interessiert an 12 Zahlen. Wir lassen eine weg, das wird die 0 sein, weil die uns nicht besonders helfen wird. So, und für unser Beispiel wollen wir in der Lage sein, 3 Fehler zu korrigieren, t gleich 3 in diesem Fall. Und nach unseren Vorüberlegungen brauchen wir dann zweimal t, also 6 Zahlen, für die Redundanz, um das Abfangen der Fehler zu ermöglichen. Also bleiben von den n 12 Zahlen, die wir verschicken wollen, noch n-6, also 6 Zahlen für die eigentliche Nutzlast übrig. Und diese 6 Zahlen, die wir verschicken wollen, sind in unserem Beispiel die Zahlen 6, 9, 12, 11, 2 und 2. Wie gesagt, das sind Zahlen in Z13 in diesem Fall. Diese Nachricht soll verschickt werden.
Und das bedeutet ja, wie wir uns vorhin überlegt hatten, dass wir die als Polynom versenden. Sechs Zahlen, also ein Polynom fünften Grades. Und aus 6, 9, 12 und so weiter wird 6 mal x hoch 5 plus 9 mal x hoch 4 plus 12 mal x hoch 3 und so weiter. Dieses Polynom nennen wir m, das ist die Message sozusagen. Und jetzt setzen wir in m diese Werte ein aus Z13, alle Werte bis auf die 0. Und zwar setzen wir sie in der Form Alpha hoch 0, Alpha hoch 1 und so weiter bis Alpha hoch 11 ein, wobei Alpha unsere 6 ist. Hier unten der Python-Code, damit Sie das nicht von Hand ausrechnen müssen, um das zu ermitteln. Und dann kommt ein Vektor mit 12 Werten raus. Das sind die Werte 3, 1, 4, 7, 8 und so weiter, die hier unten stehen. Das ist dieser Vektor V. Der wird an den Empfänger geschickt und der Empfänger soll nun aus diesem V wieder M rekonstruieren. Also die Frage, die sich auf der Empfängerseite stellt, ist, wenn ich diesen Vektor V habe, in dem die Werte m von Alpha hoch 0, m von Alpha hoch 1 und so weiter drinstehen, wie komme ich dann an m ran, an das Polynom, das mich ja eigentlich interessiert. Das ist etwas, was wir zum Glück schon mal gemacht haben. Nur zur Erinnerung, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das könnte man ganz simpel mit einer inversen diskreten Fourier-Transformation machen. Vielleicht schauen Sie nochmal nach, wenn Sie das vergessen haben, wie das ging. Wir würden diese Matrix hier benutzen und die 11 steht da drin, weil in Z13, wir rechnen ja in Z13, 11 ein Sechstel ist, also der Kehrwert von unserer primitiven Einheitswurzel. Das habe ich hier auch mal in Python durchgerechnet und wenn Sie das so machen, wie das hier steht, also Sie rechnen einfach das entsprechende Produkt aus, dann bekommen Sie die Koeffizienten von m geliefert, also die Nachricht, die eigentlich verschickt werden sollte. Wenn alles geklappt hat, natürlich nur. Und wir sind natürlich hauptsächlich daran interessiert, was passiert, wenn es einen Fehler gegeben hat. Darum gucken wir uns das jetzt als nächstes an. Also hier nochmal der richtige Vektor, der eigentlich bei uns hätte ankommen sollen. Und jetzt bauen wir einen Fehler ein. Das heißt, wir haben jetzt drei Stellen, die sind hier rot markiert. An dieser Stelle und an dieser Stelle und an dieser Stelle addieren wir zu dem richtigen Vektor V etwas dazu. Das nennen wir dann W, was rauskommt. Also W ist der falsche Vektor, der bei uns ankommt. Der ist an drei Stellen, die, wie gesagt, rot markiert sind, falsch. Und jetzt können wir das Gleiche machen, was wir auf der Folie vorher gemacht haben. Wir rechnen aus, was da denn jetzt für ein Polynom rauskommen würde mit der diskreten Fourier-Transformation und bekommen dieses Polynom R von x raus. Das ist das falsche Polynom. Das heißt, wenn wir uns das jetzt anschauen, müssten wir denken, dass die Nachricht, die uns übermittelt werden sollte, eigentlich 7, 4, 1, 12 und so weiter war, was natürlich mit dem Original nichts mehr zu tun hat. Zum Vergleich habe ich oben drüber nochmal das richtige Polynom geschrieben, was eigentlich versendet werden sollte. Wir werden jetzt im Folgenden die Differenz zwischen diesen beiden Polynomen, die ja auch ein Polynom ist, also e von x, das ist r von x minus m von x, das Fehlerpolynom nennen und wir wollen wissen, wie dieses Fehlerpolynom aussieht. Denn wenn wir das Fehlerpolynom haben und R haben, können wir natürlich M ausrechnen, was uns eigentlich interessiert. Also unser Ziel wird sein, das Fehlerpolynom rauszubekommen oder ich habe es mal vorsichtiger formuliert, wir wollen genug über das Fehlerpolynom herausbekommen. Hier stehen die drei Polynome nochmal, die wir auf der letzten Folie hatten. M, das richtige Polynom, R, das, was bei uns angekommen ist, E, die Differenz von diesen beiden. Und in dieser Tabelle hier habe ich mal die ganzen Werte eingetragen. Wir werden für Alpha hoch i in Zukunft xi sagen. Und wir wissen ja schon, was rauskommt. Wenn man diese Werte in m einsetzt, kommt das raus, was eigentlich verschickt wurde. 3, 1, 4, 7, 8 und so weiter. Und wenn man sie in r einsetzt, das falsche Polynom, dann kommen halt an einigen Stellen andere Werte raus. Das, was wir erhalten haben. Statt der 7 zum Beispiel bei x3 kommt 9 raus und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt unser Fehlerpolynom e ausrechnen, dann kommt an ziemlich vielen Stellen 0 raus, nämlich an den Stellen, wo es keine Fehler gegeben hat, stimmen ja m und r überein, da kommt jeweils 0 raus. Und an den Stellen, wo es Fehler gegeben hat, kommt nicht 0 raus, denn das heißt ja gerade, dass es einen Fehler gegeben hat. Das heißt, was wir uns notieren können, ist, das Fehlerpolynom e ist 0 genau an den Stellen, wo es keine Fehler gegeben hat. Das ist eigentlich die wesentliche Eigenschaft des Fehlerpolynoms. Und wir wollen, wie ich schon sagte, genügend über e rausbekommen. Im Prinzip wollen wir hauptsächlich rausbekommen, an welchen Stellen e 0 ist und an welchen nicht, weil wir dann nämlich wissen, an welchen Stellen es Fehler gegeben hat. Um bei der Frage nach den Nullstellen des Fehlerpolynoms voranzukommen, benutzen wir das folgende Hilfspolynom n von x.
x hoch 12 minus 1. 12 ist wieder die Zahl von vorhin, die Anzahl der Körperelemente minus 1. Und jetzt benutzen wir den kleinen Satz von Fermat. Der kleine Satz von Fermat, Sie entsinnen sich, besagt, dass für alle xi, die wir hier einsetzen, in das Polynom immer 0 rauskommen muss. Also in Z13 ist a hoch 12 immer 1, wenn a nicht gerade 0 ist. Und die xi sind ja alle Werte, die nicht 0 sind. Das bedeutet, dass dieses Polynom n von x sich schreiben lässt in der Form, die ich hier hingeschrieben habe, x minus x0 mal x minus x1 mal x minus x2 und so weiter. Das sind alles die Linearfaktoren, in die das Polynom zerfällt. Im Vergleich dazu wissen wir, dass e von x, unser Fehlerpolynom, so aussehen muss, wie es hier dargestellt wurde. Wir hatten ja auf der letzten Folie stehen, e von x ist 0 an den Stellen, wo es keinen Fehler gegeben hat, und an den drei Stellen, wo es einen Fehler gegeben hat, x3, x8 und x10, ist es nicht 0. Da fehlen also sozusagen diese drei Linearfaktoren. Und dann nochmal ein Polynom q von x, das uns im Prinzip nicht weiter interessiert. Was für uns wichtig ist, ist nur, dass q von x keine Nullstellen hat bei x3, x8 und x10. Wenn wir jetzt also den größten gemeinsamen Teiler von diesen beiden Polynomen ausrechnen, dann sieht man sofort, was da rauskommen muss. Da muss genau das Polynom rauskommen, was an den richtigen Stellen, wo es keine Fehler gegeben hat, Nullstellen hat, was also entsprechend in diese 12 minus 3, also 9 Linearfaktoren zerfällt. Also wenn wir in der Lage wären, den größten gemeinsamen Teiler von n von x und e von x auszurechnen, dann hätten wir auf dem Silbertablett eine Liste der Stellen, an denen es keine Fehler gegeben hat. Kleiner Haken an der Sache, wir kennen e ja nicht. Unser Ziel ist ja, e auszurechnen. Darum sieht das zunächst mal so aus, als würde diese Idee uns gar nichts bringen. Sie bringt uns aber doch was, weil wir ein bisschen schon über das Fehlerpolynom wissen. Ich habe zum Vergleich nochmal das richtige Polynom m und das falsche Polynom r hingeschrieben. Und zur Erinnerung, m kennen wir ja nicht. Wir wollen ja herausfinden, wie m aussieht. Wir wissen aber, dass m den Grad 5 hat. Das heißt, wir haben davor diesen Sicherheitsabstand von 2t. Wir haben also 6 Koeffizienten, 2 mal 3. 3 war die Anzahl der Fehler, die wir abfangen wollten, die sozusagen über m hinausragen. Wir können uns also sicher sein, dass dieses Stück mit m nichts zu tun hat. Das bedeutet, unser Fehlerpolynom ist ein Polynom, von dem wir doch etwas wissen. Wenn wir nämlich von r m abziehen, dann wissen wir, wie die Koeffizienten für x hoch 11, x hoch 10 und so weiter aussehen. Nur an den letzten 6 Stellen hinten musste ich diese violetten Quadrate machen, die bedeuten sollen, da wissen wir die Koeffizienten nicht. Also wir kennen e nicht, aber wir kennen einen Teil von e, und das liegt daran, wie das Ganze konstruiert wurde. Und jetzt habe ich hier ganz einfach mal frech den größten gemeinsamen Teiler von n und e, der auf der vorletzten Folie stand, ausgerechnet. Wobei ich natürlich an den Stellen, wo wir es nicht wissen, einfach immer diese Kästchen mache. Das sind die ersten drei Schritte. Wir fangen also an mit n, das ist das Ding hier, x hoch 12 minus 1, und unserem Fehlerpolynom, von dem wir nur die ersten 6 Koeffizienten wissen, machen eine Polynomdivision, das ist hier alles in Kurzschreibweise, und schreiben nur das hin, was wir wissen. Weil es ja zum Glück bei der Polynomdivision keine Überträge gibt, ist das Ganze zumindest noch recht übersichtlich. Da kommt hier unten dieses Polynom raus, das heißt, im nächsten Schritt würden wir dann den Teil von e, den wir kennen, durch den Teil von diesem Polynom teilen, den wir kennen und so weiter. Das hier wäre der dritte Schritt. Und jetzt denken Sie wahrscheinlich, was soll der ganze Krams? Warum rechnen wir mit Polynomen, die wir nur teilweise kennen? Der entscheidende Punkt ist, an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, wissen wir, dass wir fertig sind. Denn das, was hier rauskommt, ist ein Polynom vom Grad 9. Und wir wissen nach unseren Vorüberlegungen, dass der größte gemeinsame Teiler den Grad 9 hat. Das heißt, wir wissen, dass nach spätestens 3 Schritten Schluss ist. Darum muss hier unten als Rest 0 rauskommen. Und wir wissen, dass das, was hier steht, unser größter gemeinsamer Teiler sein muss. Wir haben natürlich nach wie vor nicht den größten gemeinsamen Teiler, sondern nur die ersten beiden Koeffizienten. Das würde uns nicht helfen. Aber der entscheidende Punkt ist, wir wissen, wie lange wir rechnen müssen, auch wenn wir nicht das ganze Polynom kennen. Was wir nämlich im Endeffekt ausrechnen werden, und das schauen wir uns jetzt an, ist gar nicht der größte gemeinsame Teiler. Das habe ich nur genommen, weil wir dafür schon den euklidischen Algorithmus kennen. Wir wollen eigentlich das kleinste gemeinsame Vielfache haben. Nochmal zur Erinnerung, hier mit Zahlen als Beispiel. Der größte gemeinsame Teiler zum Beispiel von 135 und 110 ist 5.
Und das kleinste gemeinsame Vielfache dieser beiden Zahlen wäre 2970. Das kann man ganz gut verstehen, wenn man sich die Primfaktorenzerlegung der beiden Zahlen anschaut. 135 ist 3 mal 3 mal 3 mal 5 und 110 ist 2 mal 5 mal 11. Und die gemeinsamen Primfaktoren, die da auftauchen, in diesem Fall ist es nur die 5, die bilden den größten gemeinsamen Teiler. Und das kleinste gemeinsame Vielfache bekommt man, wenn man diesen größten gemeinsamen Teiler und die restlichen Faktoren, die nicht benutzt wurden, multipliziert. Also wir nehmen die 5, dann nehmen wir von der 110 die 2 und die 11, die nicht benutzt wurden, und von der 135 die 3 Dreien, die nicht benutzt wurden. Die alle miteinander multipliziert ergibt 2970. Und das kann man natürlich auch noch anders hinschreiben. Man kann dafür zum Beispiel schreiben 22 mal 135. 135 ist eine von den beiden ursprünglichen Zahlen. Denn das ist ja 22, ergibt sich aus 2 mal 11 und die anderen Zahlen zusammen ergeben 135. Oder andersrum hätte man auch schreiben können 27 mal 110. Die 27 ergibt sich aus 3 mal 3 mal 3 und die restlichen Zahlen, die da oben stehen, ergeben gerade die 110. Unser Ziel wird es nun sein, so eine Zahl wie diese Zahl 27 auszurechnen. Und wir werden gleich sehen, dass man das mit dem euklidischen Algorithmus machen kann, parallel nebenbei sozusagen, während man den größten gemeinsamen Teiler ausrechnet. Das zeige ich hier auch am Beispiel. Hier haben wir unsere beiden Zahlen 135 und 110 und ich habe erstmal aufgeschrieben, wie man mit dem euklidischen Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler ausrechnen würde. Das funktioniert ja so, wir teilen 135 durch 110, da kommt raus 1 Rest 25, dann nehmen wir 110 und diesen Rest 25, dividieren da wieder, kommt 4 Rest 10 raus, dann rechnen wir mit der 10 weiter und so weiter, so lange, bis am Ende irgendwann mal der Rest 0 rauskommt, das ist hier der Fall. Und der letzte Rest, den wir vorher hatten, die 5, ist dann der größte gemeinsame Teiler. Jetzt machen wir sowas Ähnliches wie beim umgekehrten euklidischen Algorithmus. Wir schreiben parallel mal auf, was wir da jeweils ausgerechnet haben. Dass 135 durch 110 1 Rest 25 ist, bedeutet ja, 135 ist 1 mal 110 plus 25. Im nächsten Schritt können wir für diese 110, das hat die zweite Division ergeben, 4 mal 25 plus 10 einsetzen. Wenn wir das ein bisschen umsortieren, dann haben wir irgendwas mal 25 plus irgendwas mal 10. Im nächsten Schritt können wir für 25 das einsetzen, was die dritte Division ergeben hat. 25 ist 2 mal 10 plus 5. Das Ganze wieder ein bisschen umsortieren, dann haben wir irgendwas mal 10 plus irgendwas mal 5. Und Sie denken es sich schon, für die 10 setzen wir jetzt ein, was im letzten Schritt rausgekommen ist, 2 mal 5. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen umsortieren, dann haben wir einen erstmal etwas kompliziert aussehenden Ausdruck mal 5. 5, Sie entsinnen sich, ist ja der größte gemeinsame Teiler. Und das hier vorne, wenn man das ausrechnet, ist 27. Das ist die Zahl, die wir suchen. Und Sie sehen hier schon, dass man das Ganze sozusagen nebenbei, während man den größten gemeinsamen Teiler ausrechnet, mit ausrechnen kann. Wir wissen also nicht nur an dieser Stelle, dass der größte gemeinsame Teiler 5 ist, sondern wir wissen auch, dass wenn wir 27 mit 110 mal nehmen, dass dann unser kleinstes gemeinsames Vielfaches rauskommt. Ich habe hier am Rand nochmal angedeutet, wie der entsprechende Algorithmus aussehen würde, den man parallel zum größten gemeinsamen Teiler-Algorithmus, also zum eigentlichen euklidischen Algorithmus, laufen lassen würde. Sie fangen an mit zwei Zahlen 1 und 0 und der blaue Pfeil bedeutet jeweils, Sie merken sich in der rechten Spalte die Zahl, die vorher in der linken Spalte gestanden hat. Der braune Pfeil bedeutet, diese Zahl wird addiert und Sie sehen, dass hier immer multipliziert wird mit dem Quotienten, der hier rausgekommen ist. Hier vorne ist eine 1 rausgekommen, hier multiplizieren wir mit 1, hier ist eine 4 rausgekommen, hier multiplizieren wir mit 4 und so weiter. Und wenn Sie das so laufen lassen, kommt am Ende tatsächlich die 27 raus und das können Sie einfach in Ihr Programm einbauen, eine Zeile mehr, dann rechnet Ihr Euklid-Programm nicht nur den größten gemeinsamen Teiler, sondern nebenbei auch den Faktor für das kleinste gemeinsame Vielfache aus. Bevor wir das wirklich machen, schauen wir uns jetzt nochmal an, was uns das bringt. Ich habe hier nochmal von den vorherigen Folien aufgeschrieben, was wir wissen. Da oben steht nochmal dieses Polynom n, das war x hoch 12 minus 1. Darunter steht das Fehlerpolynom, von dem wir wissen, an welchen Stellen es keine Nullstellen hat. Darunter steht der größte gemeinsame Teiler, den wir nicht ausrechnen können, den wir aber gerne ausrechnen würden. Und da drunter steht das kleinste gemeinsame Vielfache, was man natürlich den beiden Polynomen oben auch sofort ansehen kann. Das muss natürlich alle Nullstellen haben, x0 bis x11 und noch diesen uns nicht interessierenden Faktor q von x.
Wenn wir den Algorithmus anwenden, den wir auf der letzten Seite gesehen haben, bei dem wir die Zahl 27 ausgerechnet haben, dann bedeutet das, wir können mit Hilfe dieses Algorithmus das kleinste gemeinsame Vielfache zerlegen in zwei Faktoren d von x mal e von x, wobei d die Rolle von der 27 spielt, die wir da eben gesehen haben. Das heißt, wir können d tatsächlich ausrechnen. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie das kleinste gemeinsame Vielfache aussieht und wie e aussieht, dann ist offensichtlich, wie d aussehen muss. D muss diese Form haben. Und das ist der Trick am Verfahren. Wir sind in der Lage, d auszurechnen, und d ist ein Polynom, das genau an den Stellen, wo es Fehler gegeben hat, Nullstellen hat, und an den Stellen, wo es keine Fehler gegeben hat, keine Nullstellen hat. Das heißt, wenn wir d erstmal ausgerechnet haben, was wir können, dann brauchen wir nur noch Werte einzusetzen und bekommen als Antwort jeweils die Fehlerstellen raus. Das Ganze als Python-Programm sieht dann so aus wie hier. Ich habe das mal GCD LCM genannt für größter gemeinsamer Teiler, kleinstes gemeinsames Vielfaches, wobei wir hier tatsächlich nur das kleinste gemeinsame Vielfache nachher ausgeben. Das ist im Wesentlichen der euklidische Algorithmus, wie wir ihn schon mal programmiert haben. Die entscheidende Zeile ist die hier, a, b gleich und so weiter. Das sieht genauso aus, wie wir das schon mal hatten. Was neu hinzugekommen ist, ist diese Zeile hier unten. Das ist die wir eben gesehen haben in der Skizze, mit der das kleinste gemeinsame Vielfache bzw. dieser Faktor d ausgerechnet wird. Und auch neu ist diese Abbruchbedingung hier, wo steht while degree von a größer als 9. Denn wir hatten ein paar Folien vorher gesehen. Wir wissen, welchen Grad der größte gemeinsame Teiler mindestens haben muss. Darum wissen wir, wann wir aufhören können mit der Berechnung. Das ist also, wie Sie sehen, eine ganz einfache Funktion, um dieses Polynom d auszurechnen. Und wir machen das jetzt mal konkret mit dem Polynom r, was wir empfangen haben. Das ist das Polynom mit den Fehlern. Wir definieren das Polynom n, x hoch 12 minus 1, und rechnen aus größter gemeinsamer Teiler bzw. kleinstes gemeinsames Vielfaches von n und r. Kleine Anmerkung noch, die da auch als Kommentar steht. Wir setzen natürlich nicht e ein. Ich habe die ganze Zeit über e geredet. Wir kennen E ja nicht, aber wir hatten uns ja überlegt, wir können genauso gut R nehmen, weil uns nur der Anfang des Polynoms interessiert, und die ersten sechs Koeffizienten von R und E stimmen ja überein. Und wenn wir dieses D ausgerechnet haben, dann können wir, wie ich schon sagte, in D die ganzen Werte xi einsetzen und gucken, wann 0 rauskommt und wann nicht. Und in diesem Fall würden wir als Antwort bekommen, an den Stellen 3, 8 und 10 kommt 0 raus. Das bedeutet, wir wissen jetzt, dass es an den Stellen x3, x8 und x10 Fehler gegeben hat. Das war das, was wir wissen wollten. Und jetzt müssen wir natürlich noch das richtige Polynom rekonstruieren. Das will ich jetzt nur mal kurz andeuten. Wir würden anfangen mit dieser Matrix hier. Alpha, Sie entsinnen sich, war unsere primitive Einheitswurzel. Wenn Sie genau hinschauen, das sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus wie die Matrizen, die wir aus der diskreten Fourier-Transformation kennen, ist aber ein bisschen anders, weil wir nämlich hier nur die korrekten Stellen genommen haben. Wenn Sie diese Spalte anschauen, sehen Sie, dass Alpha hoch 3, Alpha hoch 8 und Alpha hoch 10 fehlen. Das sind nämlich genau die Stellen, wo es einen Fehler gegeben hat. Das ist die Nachricht, die ursprünglich gesendet werden sollte, die wir natürlich nicht kennen, die wir rausbekommen wollen. Wir wissen aber, wenn wir diese Matrix mit dieser Nachricht mal nehmen, dann muss das ursprünglich gesendete Polynom rauskommen, beziehungsweise, um es genau zu formulieren, dann müssen die Werte des ursprünglich gesendeten Polynoms m rauskommen, die wir auch nicht kennen. Aber wir wissen, weil wir die Werte 3, 8 und 10 vermieden haben, dass an diesen Stellen m und r übereinstimmen, weil wir ja nur, wie gesagt, Werte Alpha hoch i genommen haben, wo es keinen Fehler gegeben hat. Und jetzt haben wir die Matrix links, und wir haben den Vektor auf der rechten Seite. Das ist beides etwas, das wir kennen, und darum können wir einfach dieses lineare Gleichungssystem lösen. Und natürlich brauchen wir nicht mal die ganze Matrix, denn sechs Zeilen würden ja reichen, weil wir wissen, dass es eine Lösung geben muss. An dieser Stelle sage ich nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Das würde man jetzt nicht unbedingt so machen. Das wäre immer noch relativ aufwendig, hier ein lineares Gleichungssystem zu lösen, wenn man es mit vielen Werten zu tun hat. Aber wir wissen jetzt zumindest in der Theorie, wie wir an die gesendete Nachricht rankommen. Und die mathematischen Tricks, die man jetzt noch anwendet, um das Ganze noch effizienter zu machen, die würden so ein bisschen den Rahmen des Videos sprengen. Stattdessen will ich noch ein bisschen was über die Praxis sagen.
Wir gucken uns das mal am Beispiel der CD an. Vielleicht noch mal einen Satz dazu, warum überhaupt Fehlerkorrekturverfahren? Wir hatten im letzten Video gesehen, Fehlererkennungsverfahren werden zum Beispiel im Ethernet eingesetzt. Da ist es so, wenn Sie ein falsches Datenpaket bekommen, wenn Sie also einen Fehler erkannt haben, dann können Sie dem Absender sagen, schick das nochmal. Bei der Voyager-Mission, die ich am Anfang angesprochen habe, wäre das zwar theoretisch auch möglich gewesen, es hätte aber viel zu lange gedauert, weil natürlich die Datenübertragung zwischen den Sonden und der Station viel zu lange dauert. Darum möchte man die Fehler nicht nur erkennen können, sondern sie auch gleich korrigieren können. Und eine CD ist eigentlich noch ein besseres Beispiel. Wenn Ihr CD-Player erkennt, dass es einen Fehler auf der CD gibt, dann kann er ja schlecht den Absender, um eine Korrektur bitten. Die einzige Möglichkeit wäre, dass Sie in den Laden gehen und eine neue CD kaufen. Das wollen Sie ja nicht. Hier links haben wir eine mikroskopische Aufnahme der Oberfläche einer CD und da ist ganz grob mal markiert, wie viel Platz ungefähr ein Bit auf so einer CD einnimmt. Das stimmt jetzt nicht exakt, aber man hat so ungefähr eine Vorstellung davon, wie die Größenordnung ist. Daneben habe ich in einem anderen Maßstab, Sie sehen die Maßstäbe ja unten, eine typische menschliche Hautschuppe abgebildet und zum Vergleich, man kann es vielleicht kaum noch sehen, hier die 16-Bit, die hier links abgebildet wurden. Man sieht also von den Größenverhältnissen, wie leicht viele Bit auf einmal durch winzige Verunreinigungen gestört werden können. Das heißt, man möchte ein Fehlerkorrekturverfahren haben, das auch umfangreiche Bündelfehler, wie wir sie im letzten Video genannt haben, abfangen kann. Und in der Praxis wird dann auf der CD ein sogenannter 255-223 Reed Solomon Code eingesetzt. Damit ist gemeint, 223 Zahlen pro Block sollen übertragen werden. Pro Zahl rechnet man 8 Bit, da sage ich gleich noch was zu. Und die 32 Zahlen, die dann noch fehlen, also 223 plus 32 ist 255, das sind die Zahlen zur Absicherung gegen Fehler. Weil diese Zahl ja immer doppelt so groß wie die Anzahl der Fehler ist, heißt das, bis zu 16 Fehler können abgefangen und korrigiert werden. Wenn Sie das jetzt auf Bits umrechnen und wenn Sie davon ausgehen, dass im schlimmsten Fall diese Fehler alle nebeneinander liegen, dann haben Sie einen Bündelfehler von 16 Zahlen bzw. 16 mal 8 Bit. Das heißt, Sie können pro Block Bündelfehler von bis zu 128 Bit abfangen. Das ist das, was der Reed-Solomon-Code, der auf CDs verwendet wird, leisten kann. Und jetzt als letzter Punkt noch ein kleiner Cliffhanger. Da oben steht Zahlen A8 Bit. Wir haben in unserem Beispiel eben Z13 genommen. Sowas würde man nicht machen. Erstens, weil das eine Verschwendung von Speicherplatz wäre und zweitens, weil sich so ein Körper wie Z13 auch nicht gut für den Computer eignen würde. Der Körper, den man zum Beispiel in Reed-Solomon-Codes anwendet, ist das sogenannte Galois-Field 2 hoch 8 und darüber werde ich dann im nächsten Video was erzählen.